So. Also, auch herzlich willkommen meinerseits. Ich bin Gero Gode von WhatService. Bevor wir auf das Thema WhatsApp selber eingehen, ist eigentlich die Frage erstmal, wie kommen wir auf das gesamte Thema? Wenn ich an Social Media allgemein denke, dann denke ich auch zurück schon an ein Zitat, das ich mal gelesen habe von dem Gründer des Internets, der gesagt hat, er hat das Internet nicht für technische Spielereien erfunden, sondern dafür, Menschen sozial zu vernetzen und weiterzubringen. Das heißt, eigentlich begann Social Media schon mit dem ersten Moment des Internets und wurde dann mit verschiedenen Tools weiter ausgebaut und klar mit bekannten Plattformen wie Facebook und Co. dann auf die Spitze getrieben. Letzten Endes ist WhatsApp meiner Meinung nach, aber auch andere Messenger, also auch Facebook Messenger und andere, da würde ich gar nicht mal WhatsApp als einziges Mittel sehen oder als einziges probates Mittel, um Messenger zu nutzen, die absolute Spitze von Social Media und von Kommunikation mit meinen eigenen Kunden oder den zukünftigen Kunden und damit eigentlich das, worauf wir alle achten sollen. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen den Hergang dieser Gedanken, wie komme ich darauf, zeigen und dann vielleicht am Ende noch ein, zwei Beispiele und dann mich vielleicht etwas kürzer fassen und mehr Fragen zu lassen. Zuerst, wer nutzt WhatsApp in dieser Runde? Also fast alle. Alle dürfen jetzt auch ihr Smartphone mal kurz rausholen und sich die Nummer, die hier eingespeichert ist, als Beispiel gleich, um das mal ein bisschen zu zelebrieren oder vorzuzeigen, was möglich ist, als Kontakt einspeichern, zum Beispiel als Social TV Summit oder ähnliches. Ich lasse das mal kurz drauf. Was wir hier gemacht haben, einfach mal ein kleiner Showcase, was kann WhatsApp. Einfach dahin dann eine WhatsApp-Nachricht schicken, keine SMS, mit dem eigenen Namen. Und das Besondere ist, diese Plattform wird Folgendes ermöglichen. Es war nicht abgesprochen, dass wir sowas machen, aber es ist eine Evaluation der Speaker, die heute da sind. Ihr habt die Möglichkeit, dann einfach per WhatsApp die Nachricht 1 bis 6 in diesem jeweiligen Timeslot, der vorgesehen ist, zu senden. Und dann gibt es einen Link am Anfang schon, wo ihr die Statistiken einsehen könnt, die am Ende abgestimmt wurden. Das heißt, wir haben hier ein Realtime-Voting, das ihr auch die ganze Zeit aktualisieren könnt von jedem einzelnen Speaker auf dieser Plattform. Und das zeigt eben auch schon, dass WhatsApp von der Basis her sehr viel Potenzial hat, um einfach mal eine Interaktion zu starten, die individuell ist, aber trotzdem kann ich gemeinsam ein Feedback geben für alle Nutzer. Die Nummer bleibt noch rechts unten eingeblendet, für die, die es noch nicht haben. Wie kommen wir auf das ganze Thema? Also wenn ich mir schaue, wie ist TV heute? Natürlich sehr plakativ jetzt, ich will auch niemanden angreifen, aber für mich ist TV noch relativ einseitig, das heißt von innen nach außen, es wird gepusht, es wird ziemlich viel Kommunikation nach außen gemacht und alles, was auf Facebook und anderen Social Media Plattformen läuft, auf YouTube und so weiter, ist auch wiederum dann eine zusätzliche Plattform und keine Ergänzung. Und ein Beispiel, was ich zum Beispiel für mich sogar noch das Beste war, was ich je im Fernsehen erlebt habe, war ZDF Login. Das ist eine Sendung, da wird mit Nutzern im Grunde insofern interagiert, dass Nutzer WhatsApp, Facebook oder Twitter Nachrichten schreiben können, die dann vorgelesen werden. Oder dass man auf login.zdf.de eine Abstimmung durchführen kann oder da mitmachen kann, wo dann am Ende der Sendung geklärt wird, welche der einzelnen Parteien in der Show wahrscheinlich am überzeugendsten ist. Was ich aber schon wieder interessant finde, auf diesen ganzen Plattformen dann wiederum sind keine Share-Buttons zu finden. Das ist nichts, wo ich diese Inhalte, die ich habe, teilen kann. Das heißt, ich bleibe hier in dieser Plattform und entwickle mich nicht weiter. Der nächste Schritt, wenn ich auf TV schaue oder auf sowas, ist hier ein Beispiel, zum Beispiel von Keep Your Light Shining, also eine TV-Sendung, wo ich nun per App abstimmen kann. Auch wieder was, wo ich alle Nutzer in eine einzige App reinhole, wo ich alle Nutzer auf einen Punkt fokussiere, aber eigentlich die bestehenden Kanäle im Social Media nicht nutze. Das heißt, jede Abstimmung bleibt individuell, bleibt für mich geheim sozusagen und ich kann meine Meinung nicht teilen und dadurch natürlich auch diesen riesen Vorteil von Social Media, Reichweite, nicht mit nutzen. Das heißt, ich muss die Leute in diese App holen, um da erfolgreich zu sein. Hier hat der Konzern natürlich einen Vorteil, dass über diese eine App alle möglichen Programme schon abgedeckt werden können und damit auch den Vorteil, dass ich da natürlich auch eine wiederkehrende Möglichkeit habe, Nutzer anzusprechen. Ein nächstes Beispiel ist für mich fast ein Skandal, ja? Das ist bei Utopia, wenn man sich das Ganze anschaut. Da guckt man auf Facebook mit 100.000 Fans und auf einem Bild oder ähnliches, was gepostet wird, werden dann 50 Kommentare oder 50 Likes überhaupt mal dazu gemacht, wenn überhaupt 50 Kommentare einmal in der Woche stattfinden oder sowas.
Also ein unglaublich heftiges Verhältnis. Und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass in den Social Media Kanälen bisher jetzt ein Sender oder ein Kanal, aber auch, das ist auch in den Unternehmen so, für jedes Event einen eigenen Kanal aufbaut, für jede eigene Veranstaltung einen eigenen Kanal aufbaut und dadurch immer wieder die Nutzer verliert, die in der Vergangenheit schon mal gewonnen wurden, dafür sogar jedes Mal Geld investiert. Also wenn man dann in Wert pro Nutzer rechnet, ist das unheimlich, was da verloren geht. Und wenn so eine Fernsehsendung vorbei ist, ist die Plattform tot, lässt sich vielleicht hier und da mal integrieren, aber besser wäre es normal, einen Kanal zu finden oder einen Kanal zu wählen, den ich einmal aufbaue und dann lieber einmal einen richtig guten Content teile, der so gut ist wie die Videos, die wir vorhin gesehen haben, wo wir uns alle weghauen vor Lachen oder plötzlich super überrascht sind und dann lieber diesen Fokus darauf zu halten, statt 100-mal jeden Tag irgendein blödes Kommentar oder irgendein blödes Foto reinzustellen, nur weil ich irgendwas machen musste. Und das sieht mir momentan immer wieder so aus, dass das der Hauptweg ist, wie gearbeitet wird, einfach mal was veröffentlichen, weil ich ja muss. Zusammengefasst ist, sind wir immer noch dem nach, dass TV ziemlich stark auf Basis gemacht wurde, wo wir einfach nur auf die Fernsehzeitung schauen sollen und gucken können, was kommt und das dann anschauen und alles andere passiert irgendwie dazu. Ist natürlich schon sehr plakativ, weil viele Sender, wie wir auch wissen, natürlich auch rausgehen und sich da weiterentwickeln. Aber wir sind noch meiner Meinung nach sehr, sehr weit weg, dass TV, aber auch in anderen Bereichen, im Webvideo und so weiter, noch darauf abspielt, einfach ein klassisches Programm immer wieder durchzuführen und dann wenig Änderungen zu haben. Warum ist jetzt ein Messenger viel besser als das alles und warum ist das die Zukunft? Und zwar, weil wir hier die einfachste Art haben, die es überhaupt gibt, mit Menschen zu interagieren. Und zwar die Art, die ich sowieso jeden Tag schon verwende. Also es gibt keine App, die der durchschnittliche Nutzer von uns hier in diesem Raum wahrscheinlich mehr benutzt als seine Kommunikations-App und vor allen Dingen natürlich auch WhatsApp in Deutschland. Und es gibt keine größere Art von Bindung, als einen Kontakt auf seinem eigenen Telefon zu haben. Wenn ich mein Telefon wechsle, nehme ich den Kontakt mit. Wenn ich in ein anderes Land gehe, nehme ich meine Kontakte mit. Egal was passiert, meine Kontakte bleiben mir auf dem Handy erhalten. Und es sind ähnliche Beziehungen, wie ich sie mit meinen Freunden führe oder meinen Geschäftskontakten, also die, von denen ich lebe, mit denen ich lebe und mit denen ich auch jeden Tag vorankomme und gewinne. Und dementsprechend muss man aber auch sagen, das ist jetzt nicht nur WhatsApp, sondern das ist auch auf Twitter, Facebook und so weiter möglich, denn da geht es hier um das ganze Thema Kommunikation, die ja natürlich mit hunderttausenden Freunden oder Nutzern, die ich dann als Unternehmen habe, kaum möglich ist, wo ich die Möglichkeit habe, alle Plattformen, die wir uns eigentlich so vorstellen können, irgendwie auszulesen. Also auch da, wo man es nicht für möglich gehalten wird, passiert das, so wie wir zum Beispiel es geschafft haben, effizient mit WhatsApp zu kommunizieren. Und wenn Sie was eintippen, auch eine Antwort kommt und wenn Sie eine Frage stellen, später auch eine individuelle Antwort auf Ihre Frage kommen kann. Wo der Nutzer überrascht sind, wenn Sie eine Nachricht bekommen per WhatsApp von einem Unternehmen oder von einem Fernsehsender und dann plötzlich auch eine persönliche Antwort auf die Frage kommt. Ja, weil man das nicht vorstellen könnte, dass sowas überhaupt gemacht würde. Und schließlich ist das auch der Grund, die persönliche Ansprache, also das Ziel, was ich damit erreichen will, als absolutes Limit der positiven Gefühle eines Menschen, wo ich das Gefühl habe, gehört zu werden. Genauso in der Sendung, wie in der jetzt Twitter- oder Facebook-Nachrichten vorgelesen werden, ist es oftmals so, da werden 100 Nachrichten eingeschickt und davon wird eine vorgelesen. Das heißt, für 99 Personen ist dann eine Enttäuschung und die eine Person fühlt sich ziemlich gut. Also wer das schon mal erlebt hat, ja, so ich habe eine Nachricht geschickt und die war jetzt so cool, dass sie in die Sendung kommt, das ist für jeden ein positives Erfolgserlebnis. Und unser Ziel sollte auch sein, im Fernsehen eine Möglichkeit zu bieten, über den Messenger ein Feedback zu geben oder auch eine Publikationsplattform, wo ich jedem Menschen ein gutes Gefühl geben kann und jedem Menschen einen Grund geben kann, mit mir zu kommunizieren, indem er etwas auslöst mit seiner Kommunikation. Sei es ein Laufband mit den Nachrichten, die eingesendet wurde, sei es eine Abstimmung, die ich mit beeinflussen kann oder sei es eben ein Feedback, was ganz direkt gegeben werden kann. Anhand von verschiedenen Kriterien, Metriken und Ähnliches, die jemand geschickt hat. Beispiel wäre zum Beispiel, na, da kommen wir später drauf, auf Beispiele, weil wir es nutzen können. Warum jetzt zum Beispiel WhatsApp? Also wir haben in der Zielgruppe von 19 bis 59 Jahren eine Verbreitung von 74% in Deutschland. Das ist also nochmal gut 25% oder so höher als Facebook. Ich glaube, da sind es 54%.
Wir haben eine fast tägliche Nutzung von dem ganzen Thema und es ist ultra schnell. Das heißt, während ich in der normalen App, die ich aufbaue, das Problem habe, dass diese App erst laden muss, dann wahrscheinlich noch irgendwelche Bilder nachladen müssen und sowas, ist WhatsApp auch im Edge, also im geringsten Handy-Verbindungsnetz, wirklich schnell. Ich kann Texte senden und empfangen und kann dadurch auch am Ende sehr erfolgreich mit umgehen. Das sehen wir dann auch mit einigen Beispielen, die wir haben. Zudem ist WhatsApp quasi kostenlos für uns zum Nutzen. Das heißt, wir haben hier eine Plattform, die muss ich nicht für Tausende, Zehntausende Euro entwickeln lassen. Ich brauche gar nicht die eigene App, um loszulegen, um Content zu teilen an meine bestehenden Kontakte. Und ich brauche da nichts aufbauen, weil alles das, was ich sowieso in der App machen würde, nämlich Kommunikation, Interaktion, Darstellung von Inhalten, lässt sich über bestehende Plattformen super regeln. Und das ist ein super Schritt. Und das auch in Zukunft der YouTuber und Twitch-Streamer und so weiter, die sich sicher darauf konzentrieren werden, Kanäle zu nutzen, schnell zu starten und eine Reichweite konstant zu halten und nicht in einem Feed unterzugehen, nachdem ich eine Nachricht gemacht habe, sondern immer eine Nachricht auf dem Handy zu erhalten, eine Nachricht mit einem blauen Punkt und wenn ich den nicht klicke, dann bleibt sie für immer da und ich habe also den Anreiz zu klicken. Und so ist es bei WhatsApp zum Beispiel mit Öffnungsraten von 80% innerhalb von 5 bis 10 Minuten, eine super schnelle Erfolgsquote, also wesentlich schneller als E-Mail. Und gleichzeitig habe ich eine Sicherheit, dass ca. 95-98% aller meiner Nachrichten gelesen werden. Also das ist etwas, wo fast nichts mehr untergeht und damit auch E-Mail, zum Beispiel im Marketing oder in der Verbreitung von Inhalten oder auch Facebook und Twitter und Co. alles überboten wird. Schließlich im Einsatz gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man es jetzt schon nutzen kann. Ich kann es zum Beispiel für Abstimmung nutzen, so wie wir es jetzt schon gesehen haben in der App, die der ein oder andere jetzt schon, oder in der WhatsApp-Nachricht, die der ein oder andere jetzt hier schon probiert hat. Wir haben die Möglichkeit, ohne weiteres Live-Kommentare zu geben. Also wenn wir die Möglichkeit eines Second Screens hätten oder so, wie eine Twitter-Wall, könntet ihr jetzt per WhatsApp hier Nachrichten senden, die dort erscheinen. Wir haben News- und Programmangebot zum Beispiel, was man da machen kann. Wir haben zum Beispiel eine Beispiel-App gebaut, wo ich einfach eine Uhrzeit angebe und mir wird das Fernsehprogramm von dieser Uhrzeit gezeigt oder ein Streamer kann dann ähnliche Befehle, weiß nicht, wer sich da auskennt, bei Twitch kann man Befehle mit einem Ausrufezeichen ausgeben, wo dann bestimmte Nachrichten angezeigt werden und da kann man zum Beispiel dann seine Streaming-Zeiten und sowas per WhatsApp geben, wenn jemand nachfragt, und dementsprechend nicht an alle pushen, sondern eine individuelle Antwort auf Fragen geben. Schließlich wird WhatsApp klassischerweise dafür genutzt, allgemeine Informationen, die man hat, Breaking News super schnell zu versenden. Auch da wieder ist die Sicherheit gegeben oder der Wunsch danach, als Erster eine Information zu bekommen. Und Services ist so das, was wir als spannend finden, also das, was wir jetzt Services nennen, sind also lauter individuell gestaltete Dinge, wie zum Beispiel eine Wettervorhersage. Wir haben eine App, wo du einfach nur München eingibst und dann wird mir das Wetter von München für heute, morgen und übermorgen angezeigt. Börsenkurse, alles, was als strukturierte Daten im Grunde vorliegt, lässt sich in einem einzigen WhatsApp-Kontakt abbilden. Und so haben wir sozusagen ein Siri per WhatsApp als Zukunft, ja, ein Tool, was mir auf einer Basis alle Informationen gibt, was dann ein Unternehmen auch für sich nutzen kann, um einen Service oder einen Kontakt zu intensivieren. Schließlich kann das so funktionieren, dass ich zum Beispiel ein Fernsehsender oder ein Unternehmen oder was auch immer habe, die diesen Kanal nutzen und sie können dann als Kategorien in diesem einen einzigen Kanal jede einzelne Sendung, die sie haben, einplatzieren. Das heißt, ich sage, das ist jetzt mein Film 1 und jeder, der sich für diesen einen Film interessiert, kann sich jetzt über diesen Kanal anmelden. Oder kann sagen, ja, ich interessiere mich für den Film, nachdem ich ihn gefragt habe. Und er bekommt nur dann Informationen zu diesem Film, wenn er diesen Kanal auch angeklickt hat. Und so kann ich rotierend immer wieder neue Programme reinsetzen auf einen Kanal. Aber eine wichtige Information bleibt dabei. Jeder, der sich zu einem einzigen Kanal anmeldet, ist auch zum Hauptsender, zum Hauptkanal automatisch mit angemeldet. Das heißt, ich habe eine ewig wachsende Nutzerbasis, die ich immer wieder einladen kann, neue Sachen zu erleben. Und genau trotz neben dieser Kanäle lassen sich auf ein so einem Service genauso auch oder auf ein so einem Angebot auch noch diese Services, die automatisierten Antworten integrieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu senden und zu empfangen und auszulesen.
Beispiele hatten wir zum Beispiel jetzt in der neuesten Zeit, also wir haben etwa 100 Accounts, oder bis zu 100 Accounts, die in der Woche eröffnet werden gerade, und dabei war eben auch die ARD mit dem Eurovision Song Contest, die eine Vorberichterstattung gemacht haben, wo man erleben konnte, was haben jetzt die Jurymitglieder zum Beispiel vorab abgestimmt, wer kommt aus dem Halbfinale weiter und so weiter. NTV versendet die Breaking News. Abgesehen davon, dass ich nicht die ganze Zeit in Facebook oder Twitter eingeloggt bin, um zu gucken, wer da was sendet, ist wahrscheinlich WhatsApp der schnellste Kanal, um Nachrichten zu erhalten. Also innerhalb von einer halben Minute, etwa nach einem Fußballspiel, habe ich eine WhatsApp-Nachricht und sage, Deutschland ist Weltmeister oder ähnliches auf meinem Handy. Und schließlich, NDR zeigte ein Beispiel, was recht spannend war, wo es ein syrischer Rechtsanwalt verfolgt wurde und er ist dann schließlich nach Deutschland geflüchtet und dieser Weg seiner Flucht wird dann per WhatsApp nachempfunden, weil er hatte auf seiner Flucht auch WhatsApp-Nachrichten geschickt, hat immer wieder Sachen kommentiert und dokumentiert und diese wurden dann den Nutzern in Realtime in der gleichen Zeitversetzung wie er von einem Schritt nach dem anderen gegangen ist auch dargestellt. Das ist das Basisthema zu WhatsApp. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Spannung oder ein bisschen Lust drauf machen, auch mal den Messenger auszuprobieren oder generell Messenger auszuprobieren für Unternehmen und freue mich auf jeden Fall auf eure Fragen.